Nur die Autos machen diese Rennen so besonders. Hier können die Fahrer auch einen Boost einsetzen, um kurzzeitig schneller zu werden und andere zu überholen. Dieser temporäre Boost kann einmal pro Runde aufgeladen werden, indem man durch die Boost-Zone fährt. Die Boost-Zonen liegen allerdings nicht auf der Ideallinie. Das heißt, Aufladen hat seinen Preis. Doch wenn es darauf ankommt, kann der Boost dich auf die Pole-Position bringen und dir den Sieg ermöglichen.
Runde war 1,54,4. Ein weiteres brillantes Ergebnis für Seneca, obwohl es wohl langsam nervös wird.